Das war richtig geil. Das war so, das war episch. Das Spiel ist einfach nur legendär. Und dann muss man noch bedenken, das Spiel ist für die Super Nintendo gemacht worden. Für die Super Nintendo. Jetzt, und die, das ist eine alte Konsole, eine richtig alte Konsole. Und darauf wurde so ein göttergleiches Spiel gemacht. Ey, das kann man nicht toppen. Das, nein, keine Chance. Was habe ich da jetzt noch aufgeschrieben? Ja, die Legacy of Kain-Reihe. Die Geschichte der Legacy of Kain-Reihe, die ist einfach so fesselnd. So richtig fesselnd und seien wir ehrlich, Razel sieht so cool aus. Okay. Und das Gameplay ist auch richtig geil. So, nee, Vampire the Masquerade. Sowie Redemption als auch Bloodlines. Ja, diese Spiele, ich meine, du kontrollierst einen Vampir. Die geilste Rasse, die es überhaupt gibt. Du kontrollierst einen Vampir. Und kannst Menschen aussaugen und kannst... Warte, das ist episch. Dann noch Devil May Cry. Ich meine, ja, aber da auch nur Devil May Cry 1, die anderen drei haben mir nicht mehr so zugesagt. Nur das 1er war richtig geil. Ich weiß nicht, Devil May Cry, das hat so einen besonderen Spielcharme. Die Musik, die Atmosphäre, das Spiel ist Kult. Waren das jetzt 5? Nein, das waren 4, oder? Ja, das waren 4. Das nächste, ja, The Legend of Spyro, die Spyro-Spiele, die ganzen Spyro-Spiele. Ich glaube, da brauche ich auch nicht wirklich erklären. Ich meine, man kontrolliert einen Drachen. Einen verfuckten Drachen. Einen Drachen mit Flügeln und der kann Feuer speien und der kann fliegen und das ist, oh Mann. Also ehrlich, das... Yeah. Und die letzte Frage. Würdest du Lara Croft... verdammt. Würdest du Lara Croft knallen? Wie sieht die jetzt nochmal schnell aus? Warte mal. Ich google mal ein Bild nach der. Dann kann ich es besser beurteilen. Mal sehen, was Google da so hergibt. Ja, lade nicht so lange. Ja, also. Ja, auf jeden Fall. Nein, also bitte, ja, das würde ich tun. Ja, ich würde sie knallen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich muss sie ja nicht ins Gesicht oder so schauen, ne? Aber ja, auf jeden Fall. Ja, gut, dann waren das die Fragen. Only 6 Fragen. 6 Fragen. 6 Fragen. Gut, dann habe ich die Fragen beantwortet. War ja auch jetzt gerade und ich weiß nicht, was ich. Was? Ja, gut. Das heißt, ich bin fertig. Bin ich fertig? Habe ich aufgenommen bis jetzt? Ja, ich bin fertig. Oh mein Gott. Ich bin fertig. Geil. Achso, nee, warte mal. Was hat... am Ende musst du noch 3 weitere Leute taggen. Aha. Okay. Okay. Liebsten würde ich ja zurücktaggen, aber das geht ja wahrscheinlich nicht, ne? Ja, das würde mich auch nicht, würde mich auch wundern, wenn das gehen würde. Okay, 3 Leute taggen. Ha.
Aha. Ne, wisst ihr was, Leute? Ich werde niemanden taggen. Und wisst ihr auch warum? Weil ich es kann. Oh yeah. Und weil ich gerade einen Liter Milch getrunken habe. Und überhaupt, weil ich es kann. Ich werde niemanden taggen. Muhahahahahahahaha. Jetzt bist du platt, was? Okay, dann beende ich die Aufnahme. Wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder. Gut. Ja, und die Taggerin, der schreibe ich mich noch. Schreibe ich ihr, was das soll. Ich meine, ob die Dachschaden hat oder ja. Wohl doch. Hat sie. Ja, egal. Okay, dann. Ciao. Booyah.